Danke euch. Danke euch, ihr Lieben. Hey, schön, dass wir heute hier zusammen sind. Schön, dass du da bist. Schön, euch zu sehen. Ist richtig cool, dass man jetzt merkt, so langsam ist die Ferienzeit wieder rum. Alle kommen so langsam wieder nach Hause. Und man sieht sich einfach wieder sonntags, gell? Das ist so herrlich. Ich liebe das so sehr an Kirche. Wirklich, dass es nicht nur ein einmal sonntags irgendwie zusammenkommen ist. Und ja klar, du kannst nicht mit jedem so enge Connections, enge Kontakte haben. Aber trotzdem dieses von Woche zu Woche sich sehen, Beziehung bauen, sich besser kennenlernen, gemeinsam einfach auch durch Dinge, durch Phasen, durch Lebensphasen durchgehen, gell? Das liebe ich so sehr an Kirche. Und deswegen bin ich einfach auch Teil hier von dieser Kirche und muss sagen, ey, das ist das, was doch den Unterschied macht zu so vielen anderen Dingen, die wir irgendwo in Vereinen oder sonst wo haben, gell? So dieses wirkliche Leben teilen, miteinander unterwegs sein. Und ihr Lieben, yes, genau. Und wir sind aktuell in dieser Jesus First Serie. Das ist unsere Sommerserie, wo wir sagen, wir haben kein spezielles Thema, in das wir dort reingehen, sondern es ist mehr so Open Topic und jeder kann so ein bisschen das bringen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und mir auf dem Herzen liegt einfach, dass ich echt euch heute auch recht persönlich und authentisch mit reinnehmen möchte in ein Thema, was für mich voll des Herzensanliegen ist, wo ich merke, oh, da hat Gott so viel in meinem Leben getan und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, zum einen für die Zeit, in der wir aktuell leben und ich glaube auch ein Stück weit für vielleicht auch mehr die Generation auch, sage ich mal, in meinem Alter, die mit so viel konfrontiert sind in der aktuellen Zeit. Und da möchte ich einfach mal gerne teilen und ich glaube, aber auch jeder auch aus einer anderen Generation, kann da trotzdem auch genug von mitnehmen zu dem, was ich teile. Also nicht abschalten, gell? Genau, super. Wunderbar. Und ich würde sagen, ey, zum Start gehen wir doch einfach mal in eine Bibelstelle rein und diese Bibelstelle, die wird die ganze Message sozusagen durchprägen, okay? Und das ist jetzt ein bisschen längerer Part, also bleibt dran, lest mit, seid am Start, wir gehen in den 2. Samuel Kapitel 11, okay? 2. Samuel Kapitel 11, wenn du möchtest, nimm deine Bibel raus, vielleicht kannst du es da drin einfach noch besser mitlesen oder auch während der Message immer mal wieder reinschauen, immer wieder reinstöbern, okay? Super, also 2. Samuel Kapitel 11, Vers 1 starten wir. Alright, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es dort, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. Das ist die Schlachterübersetzung, die ist nochmal näher am Urtext dran, ein bisschen mehr altdeutsch. Ich fand die da echt sehr, sehr spannend. Danach geht's weiter. Auch David schickte Joab mit seinen Leuten und dem ganzen Heer Israels los. Sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Raba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die badete. Sie war sehr schön. David schickte jemanden hin und erkundigte sich nach der Frau. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba Bat Eliam, die Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die vorgeschriebene Reinigung nach ihrer Monatsblutung vorgenommen. Danach ging sie in ihr Haus zurück, aber die Frau wurde schwanger. Sie schickte jemand zu David und ließ ihm ausrichten, ich bin schwanger. Da schickte David einen Botschafter zu Joab. Lass den Hethiter Uriah zu mir kommen. Joab tat es. Als Uriah zu David kam, erkundigte sich der König nach dem Ergehen Joabs und des Heeres und nach dem Stand des Krieges. Dann sagte er zu ihm, geh nach Hause und wasche die Füße. Als Uriah den Palast verließ, wurde ein Geschenk des Königs hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern übernachtete bei den Dienern seines Herrn am Palasteingang. Als David gemeldet wurde, dass Uriah nicht nach Hause gegangen war, fragte er ihn, warum bist du nicht nach Hause gegangen? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uriah erwiderte David, die Lade und die Männer von Israel und Juda wohnen in Zelten. Selbst Joab, mein Herr, und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld. Und da sollte ich in mein Haus gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du lebst. Bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. Da sagte David zu Uriah, so bleib auch heute noch hier. Morgen lasse ich dich gehen.
Also blieb Uria an diesem und am folgenden Tag in Jerusalem. David lud ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn betrunken. Aber am Abend ging Uria wieder nicht nach Hause, sondern legte sich auf sein Lager bei den Dienern seines Herrn. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uria überbringen. Darin stand: Stellt Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Joab hatte die Stadt ständig im Blick und wusste, wo ihre besten Kämpfer standen. Dort setzte er Uria ein. Als die Belagerten einen Ausfall machten und Joab ein Gefecht lieferten, fielen einige von Davids Leuten. Auch Uria der Hethiter fand dabei den Tod. Crazy. Oh Gott, und ich danke dir echt für dein Wort. Ich danke dir, dass wirklich in deinem Wort, dass du dich da drin offenbarst, dass du da drin zu uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, Gott, dass jetzt echt die Punkte, die du einfach heute hier platzieren möchtest, Vater, dass sie einfach in die Herzen reinfallen, Heiliger Geist, dass du sie einfach übersetzt, dass du mich jetzt dazu gebrauchst und dass wir heute echt ein Stück weit dich besser kennenlernen dürfen und in der Beziehung zu dir wachsen dürfen. Amen. Yes. Okay, ihr habt schon gesehen, wenn ihr hier auf dem Screen mitgelesen habt, ich habe ein paar Stellen markiert, die mir in dieser Story jetzt besonders wichtig waren auf das Thema, was ich ansprechen möchte. Und ich würde jetzt gerne mal die zwei Hauptpersonen anschauen, die in dieser Story vorkommen, okay? Zum einen ist es auf der einen Seite der David und auf der anderen Seite ist es der Uria, über die ich sprechen möchte und die ich mir als Person anschauen möchte, okay? Und ich habe mir gedacht, beim David, was ihnen in dieser Geschichte, wenn ich die Geschichte anschaue, dann würde ich sagen, ist der David für mich dort der verantwortungslose Schieber. Er schiebt seine Verantwortung weg, okay? Es war zu der Zeit, wo die Könige eigentlich in den Krieg gezogen sind, wo die Könige mit ihren Heeren rausgezogen sind, Land eingenommen haben. Und was hat David gemacht? Er ist zu Hause geblieben, er hat seinen Heerführer Joab einfach nur hingeschickt und ist da geblieben. Das ist schon mal das Erste. Er blieb an dem Ort, der für ihn vielleicht gerade leichter oder wo es für ihn angenehmer war, okay? In seinem Tempel mit langer Mittagspause, wie man da gelesen hat. Das fand ich echt spannend, dass es extra auch so in der Bibel drinsteht, dass er dort lange auch Pause gemacht hatte. Es fällt auch auf, dass er keinen wirklichen Auftrag hat. Er hat keine Aufgabe. Er hat kein Ziel in dem Moment. Er hat keine Vision, sondern er ist einfach nur da und es wirkt ein Stück weit passiv, wie er beschrieben wird in der Phase. Und deswegen hat er auch keinen klaren Fokus mehr, okay? Er hat keinen Fokus mehr gehabt auf ein Ziel, auf eine Sache, für die er geht, die über sein Leben vielleicht auch hinausgeht, ne? Und wir wissen ja, oder in der Bibel wird auch davon geschrieben, dass ohne Vision, da verwildert ein Volk. Ohne Vision, da werden wir einfach, da haben wir kein Ziel mehr, da haben wir keinen Fokus mehr. Und dann passiert es, dass wir anfangen rumzugucken, okay? Dann stolziert da der David auf dem Dach, auf dem Tempel umher. Und sein Blick, ja natürlich, irgendwann, wenn du nichts auf dem Schirm hast, wenn du kein Ziel hast und nichts, dann kommen halt solche Anfechtungen und kommen halt solche Dinge. Und was war das Ende, was war das Ergebnis von dem, okay? Natürlich, wir sehen zum einen die ganze Sache mit Bathseba, was er getan hat. Wir sehen aber auf der anderen Seite, was hat er getan? Er hat versucht, es zu vertuschen, okay? Er hat es wieder probiert wegzuschieben. Er wollte wieder die Verantwortung irgendwie wegschieben, wegvertuschen, wollte dort auch keine Verantwortung nehmen, okay? Er hat angefangen zu manipulieren, Manipulation, schickt dem Uria noch Geschenke hinterher und will so, ey, dass du es jetzt richtig schön zu Hause machst und dass das richtig sauber vertuscht wird. Er betrügt ihn, er betrügt Uria. Hinter seinem Rücken gibt er ihm einen Brief mit, was eigentlich sein Todesurteil ist, gell? Und am Ende kostet es David einen echt hohen Preis. Denn nicht nur Uria stirbt, einer seiner krassen Krieger und Kämpfer, gell? Sondern auch etliche andere aus seinem Heer werden dabei auch mit in den Tod gerissen. Und ich finde es so krass, da drin einfach zu sehen, wie er in jeder Situation und in allem die Verantwortung einfach wegschiebt, okay? Und im Vergleich dazu habe ich mir gedacht, beim Uria, wie er beschrieben wird in dieser Geschichte, war für mich so, ey, er ist der hingegebene Krieger. Er ist wirklich brutal hingegeben. Er ist voll committed für die Sache.
er hat ein höheres Ziel, was über sein Leben hinausgeht. Er ist unterwegs mit dem Herr und will dort, ja, einfach ist im Krieg unterwegs und weiß, ey, das ist gerade mein Ziel, das ist mein Fokus, okay? Und er wählt nicht den leichten Weg, selbst in der Situation, wo er vom Krieg zurückgezogen wird, wo er dort ist und die beste Möglichkeit hat, eigentlich einfach nur nach Hause zu gehen und ganz relaxed sich eine chillige Zeit zu machen, wählt er nicht den leichten Weg, sondern er wählt nicht das schnelle Vergnügen und die einfache Befriedigung ein Stück weit, sondern er hat weiterhin das Ziel vor Augen und bleibt absolut fokussiert, selbst in der Zeit. Und wenn ich mir jetzt die beiden so gegenüberstelle oder wenn ich die beiden so miteinander vergleiche, dann dachte ich mir so, oh, der David hat echt als verantwortungsloser Schieber einfach den leichten Weg gewählt. Da, wo es leicht geht, da, wo es easy ist, okay? Und der Uriah, der hingegebene Krieger, er wählte nicht den leichten Weg. Er musste sich da bewusst für entscheiden hin, weiter fokussiert auf sein Ziel zu bleiben, weiterhin den Fokus zu haben und wählt den herausfordernden Weg. Und ich denke mir, jeder von uns kennt so diese beiden Personen, diese beiden Stimmen vielleicht, diese beiden Pole, die, glaube ich, jeder von uns in sich auch ein Stück weit hat, gell? In verschiedenen Situationen, wo wir manchmal einfach die Verantwortung wegschieben, wo wir verantwortungslos sind und in anderen Situationen, wo wir voll reinsteppen, wo wir absolut hingegeben sind und finden uns, glaube ich, in vielen Lebenssituationen an der einen oder anderen Position immer wieder. Und um das jetzt zu übertragen, was bedeutet das jetzt für unser Leben, ist es doch so, dass wir wissen, jeder von uns hat verschiedene Verantwortungsbereiche in seinem Leben, okay? Jeder von uns ist irgendwo in ein Umfeld, ist irgendwo reingestellt, wo er Verantwortung trägt. Seien das jetzt mal so ganz banale Dinge. Zum Beispiel zu Hause, für dein Haushalt, für ein Haus, für ein Grundstück, da trägst du Verantwortung für, okay? Du trägst auch zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, für dein Auto Verantwortung, dass du danach guckst, dass du danach Ölwechsel machst, solche Sachen, dass es nicht kaputt geht. Gell? Das sind so ganz banale Sachen. Du trägst aber auch als Ehemann oder Ehefrau trägst du eine Verantwortung. Als Mutter und als Vater trägst du Verantwortung. Oder sogar als Freund oder Freundin für deine Freunde da zu sein. Gell? Und ganz besonders trägst du auch die Verantwortung für deine Gottesbeziehung. Das ist eine Verantwortung, die hat jeder Einzelne von uns selber zu tragen. Die können wir nicht abschieben auf unseren Small Group Leiter, die können wir nicht abschieben auf den Pastor oder auf sonst irgendjemand, gell? Sondern das sind Verantwortungen, die wir tragen müssen. Und jetzt könnten wir hier in all diese Bereiche reingehen und anschauen, hey, wo, in welchem Bereich tendierst du eher zu der Position und wo tendierst du eher zu der Position und gucken uns das mal an und tun uns coole Live-Tipps irgendwie rauspicken. Und ja, ich glaube, das wäre zu einem gewissen Grad wäre das auch gut, weil Gott hat uns dort hineingestellt in das Umfeld und in die Verantwortung. Und die dürfen wir auch wahrnehmen und dürfen lernen, für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Gell? Aber ich möchte jetzt den Hauptfokus setzen in meiner Message auf die Verantwortung, die wir für unser Inneres tragen. Okay? Für unser Inneres. Weil das ist so eine Sache. Ich glaube, also ich spreche jetzt aus meiner Position und vielleicht auch ein bisschen aus meiner Generation, die Verantwortung für unser Inneres wahrzunehmen, das ist was, was wir so schnell und in der heutigen Zeit so leicht einfach abschieben können, okay? So leicht können wir Dinge, die vielleicht in uns hochkommen, wo wir merken, irgendwas rumort in mir. Irgendwie sind da Dinge, da merke ich, ich kann es noch nicht ganz greifen, aber da ist irgendwas und ich kann aber direkt, habe ich 10.000 Möglichkeiten, habe 10.000 Dinge, womit ich das einfach wegschieben kann und mich davon ablenken kann. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir als Menschen, dass ganz viele Sachen einfach unterbewusst in uns, in unserem Inneren drin schlummern und wir lernen dürfen, da einen Zugang zuzukriegen, okay? Ich selber kann euch sagen, ich habe mir immer sehr schwer getan, einen Zugang zu mir selber zu haben, zu meinem Inneren, okay? Die Bibel spricht, wenn sie über das Innere des Menschen spricht, dann spricht sie dort ganz oft vom Herz. Mehr als alles andere, behüte, bewahre dein Herz. Das ist das Innere, wovon die Bibel spricht. Und ich glaube,
Zum einen müssen wir natürlich aufpassen, was lassen wir in unser Herz rein und was lassen wir dort drin brüten in unserem Inneren? Was lassen wir zu? Was für Gedanken, was für Aussagen, die über uns gesprochen werden? Okay, das ist das eine, was reinkommt. Das andere ist aber vielleicht auch, was ist bereits in meinem Herzen drin? Was ist dort schon drin seit, was weiß ich, ewigen Jahren? Was ist dort drin aus einer Zeit, wo ich noch nicht Jesus in meinem Herzen hatte, wo ich selber mir Muster, Dinge, Sachen antrainiert habe, um irgendwie selber klarzukommen, um irgendwie im Leben trotzdem weiterzukommen, weil ja in unserem Herzen ohne Gott, ohne Jesus ist da einfach eine Leere drin, gell? Und ich glaube, dass wir ganz oft diese Dinge, die versuchen dort hochzukommen, einfach wegschieben und auf die Seite schieben, weil das natürlich herausfordernd ist und weil das natürlich Kraft kostet und weil das natürlich ein Kampf ist, okay? Das ist nicht eine Sache, die einfach so easy ist und wo du mal ganz kurz nur sagst, ey, ja komm, da hocke ich mich jetzt mal eine halbe Stunde hin und hör mal in mich rein und dann weiß ich, was da für Punkte sind und dann gehe ich weiter. Sondern nee, ich glaube, das ist ein Weg, das ist ein Prozess und das Wichtige ist, wir machen das nicht, um uns einfach nur von unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln und die beste Version von mir selber zu werden, wie wir das ja so viel einfach auch in der Welt hören. Ja, da könnte man jetzt so schnell reinrutschen. Ich glaube nämlich, dass Gott unser Versorger sein möchte in allem, komplett. Er möchte unser ganzes Inneres, er liebt unser Inneres, er liebt unser Herz, unseren inneren Menschen, den liebt er. Und den möchte er komplett, ganz wie versorgen, ausfüllen, uns alles schenken, das, was wir vielleicht unterbewusst aus anderen Sachen rausziehen, okay? Da, wo wir unterbewusst unsere Überlebensstrategien und Dinge haben, die wir nehmen, um Schmerz und Sachen einfach auf die Seite zu schieben, ja? Da möchte Gott reinkommen, möchte uns die aufzeigen und möchte uns seine Wahrheit reinsprechen. Und es ist so krass, weil ich persönlich kann erzählen, ich habe das oft in meinem Leben so erlebt, dass in irgendwelchen Situationen, jetzt sag mal einfach mal, ich war alleine gewesen, okay? Ich war alleine zu Hause oder so und das ist schon okay für mich, mal so eine Stunde allein sein oder so. Aber dann so nach 2 Stunden, wo ich dann mit mir in der Wohnung bin oder sowas. Jetzt mal no joke, ohne dass du jetzt großartig einen Film schaust oder wieder irgendwas hast, womit du dich ablenkst. Weil das ist ja gerade der Punkt, gell? Da, wo du einfach mal nur allein bist mit dir, da habe ich gemerkt, ey, da kommen Sachen hoch, ich kann die nicht greifen. Da kommen Dinge hoch, da kommt eine Unzufriedenheit hoch, da kommt irgendwas hoch, ich kann es nicht greifen, ich kann das Gefühl nicht greifen, weil ich da keinen Zugang zu habe, gell? Und es war ein Weg für mich und ein Prozess und zu dem möchte ich dich einladen, dass dieser Zugang zu deinem Inneren, glaube ich, darüber kommt, dass wir einen Zugang zu unseren Gefühlen kriegen. Und das hört sich jetzt so kitschig und so weiblich und so, Jones, du bist ein 27-jähriger Typ, was willst du jetzt über Gefühle reden? Ich weiß, ich verstehe dich, ich war da auch an dem Punkt gestanden, okay? Aber ich bin überzeugt und habe kennengelernt über die letzten Jahre und bin immer noch in einem Prozess, dass ich glaube, Gefühle sind ein Indikator, sind wie ein Pfeil, die zeigen auf was hin, was Tieferes in unserem Inneren, wo irgendwelche Sachen sind, wo noch nicht ganz Gott drin ist, wo wir immer noch auf Glaubenssätzen stehen, die wir vielleicht irgendwann in unserer Kindheit unterbewusst gecatcht haben, weil du halt nie von deinem Vater ein Lob oder irgendwas gekriegt hast, weil du halt immer nur, wenn du dir was erarbeitet hast, Anerkennung bekommen hast, keine Ahnung was. Da schlummern Glaubenssätze in dir. Und ich glaube, solche Dinge, die kommen da hoch. Und wir haben uns Muster antrainiert und das nicht mal bewusst, sondern wir haben uns Muster antrainiert, um diese Sachen einfach wegzuschieben. Wir haben so schnell, wenn so Dinge hochkommen, war ich so jemand, ey, schnell weg hier, schnell zu Leuten, schnell zu Menschen, schnell mich ablenken, schnell eine Serie anmachen, schnell irgendwie auf Instagram die Reels durchzeppen. Das sind doch alles Sachen, dass das, was da drin ist, nicht hochkommen kann. Das sind alles Sachen, dass ich dort das einfach wegschiebe, auf die Seite schiebe. Und ich glaube, wir haben dafür eine Verantwortung, weil Gott uns komplett unser Inneres ausfüllen möchte, okay? Und ja, ich weiß, das ist heavy, aber ich glaube, das ist so gut und ich glaube, das ist so heilsam. Und das ist jetzt keine Sache,
die man sein ganzes Leben lang durchmachen muss und wir sind jetzt nur auf uns fokussiert und jetzt muss ich mir die ganze Zeit den Puls fühlen, was kommen jetzt da für Gefühle hoch, was könnten das für Glaubenssätze sein, was sind das für Muster, weil dann kommen wir nicht mehr voran, okay? Dann fallen wir nur noch in uns rein und wenn wir die ganze Zeit nur mit dem Fokus auf uns sind, auf mein Inneres, die ganze Zeit nur in mich reinschaue, da drin werde ich nichts finden, sondern der Schlüssel ist, gemeinsam mit Gott solche Dinge anzuschauen. Gemeinsam Gott zu fragen, ey, wenn ich daheim hocke, wenn ich merke, irgendwas kommt hoch, ich kann es nicht greifen, ich weiß nicht, was ist da jetzt für ein Gefühl, ranzugehen, zu sagen, Gott, ich will jetzt davor nicht wegrennen. Ich will jetzt meine Verantwortung wahrnehmen. Ich danke dir, dass du mein Inneres liebst, dass du mein Herz liebst und dass du mir aufzeigen möchtest, was ist da los. Und dann setze ich mich bewusst dieser Situation aus und sage, Gott, bitte zeig du mir, was ist da los. Bitte zeig du mir, was kommt jetzt da hoch, okay? In Beziehung zu Gott. Und dann kommt vielleicht da, auf einmal checkst du, auf einmal nimmst du ein Gefühl, auf einmal merkst du, da ist Enttäuschung, da ist Ärger, da ist Wut, da ist keine Ahnung, was da, okay? Dann kannst du das erstmal greifen und das ist der erste Schritt, der für mich ultra wichtig war. Und da kommen wir jetzt auch zu den praktischen Schritten, wo ich jetzt einfach weiter reingehen will. Das erste zu lernen, die Gefühle wahrzunehmen. Das erste zu lernen, ey, was ist da los? Dieses Undefinierbare, was in manchen Situationen vielleicht hochkommt, zu lernen, zu greifen, okay? Und zum einen bin ich überzeugt, ey, Gott kann sowas offenbaren und kann sowas aufzeigen in den Situationen. Und zum anderen bin ich aber auch überzeugt davon, wir können uns auch da drin trainieren, okay? Wir können da auch selber Schritte gehen, weil ich glaube, dass nicht Gott einfach nur alles tut und ich halte mich dem nur hin, sondern ich glaube, wir dürfen da auch unsere Verantwortung wahrnehmen und Schritte gehen. Und bei mir hat das ganz praktisch so ausgesehen, dass ich tatsächlich früher, als ich mir so schwer getan habe, Gefühle in mir wahrzunehmen, es gab nur gut oder schlecht. So gut, ja, ich habe Freude, mir geht's super, schlecht, kann ich irgendwie nicht definieren, irgendwas ist da gerade, gell? Und dann habe ich angefangen, in meinem Alltag, ganz random, immer wieder mal zu stoppen, zurückzuüberlegen, den Tag kurz zurückzuüberlegen und zu schauen, ey, in dem Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, was kam da in mir hoch? Was war da gewesen? In dem Gespräch mit meiner Frau, in der Auseinandersetzung, in der und der Situation. Und dadurch lernst du auch Gefühle und trainierst dich darin, Gefühle wahrzunehmen, einen Zugriff darauf zu kriegen. Wenn du zurückschaust und es mal bewusst wahrnimmst, okay, dieses bewusste Wahrnehmen. Und ich glaube, wenn wir dann ein Gefühl da haben und wissen, okay, da ist Enttäuschung da, da ist Trauer da, da ist Wut da, dann glaube ich, können diese Gefühle ein Indikator sein für was Tieferliegendes. Und da ist jetzt auch das Wichtige, dass ich jetzt nicht selber anfange und rumgrübel und mich da drin verliere und was ist das jetzt und keine Ahnung, sondern ey, alles in Beziehung zu Gott, weil alles, was wir ohne Beziehung zu Gott machen in dem Bereich, da kommen wir in eine Selbstverbesserung, da kommen wir in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungskult, der ja in unserer heutigen Zeit so präsent ist und so aktiv ist, gell? Und fang dann an, zu Gott zu fragen, Gott, warum ist dieses Gefühl da? Wo kommt es jetzt her? Ist das halt einfach, hat das keinen tieferen Grund oder was ist davon die Wurzel, okay? Was ist die Wurzel? Gott, ich will an die Wurzel dran. Ich will schauen, was steckt dahinter für einen Glaubenssatz? Was steckt dahinter für ein komisches Muster, was ich mir antrainiert habe? Weil unsere Identität und alles, was diese Glaubenssätze über uns aussagen, die können wir schlussendlich, wir können das nur bei Gott holen. Wir können nur von ihm die Wahrheit holen. Und das ist dann der nächste Punkt, den wir machen können, zu sagen, Gott, was sagst du jetzt dazu? Jetzt sind Gefühle hochgekommen, ich habe die wahrgenommen, ich habe Gott gefragt, wo kommt das her? Und da kommt vielleicht eine Sache in dir hoch, einen Glaubenssatz, wo du merkst, shit, irgendwie, ich glaube das tatsächlich schon, unterbewusst war das schon immer in meinem Leben da. Gott, was sagst du denn dazu? Gott, was sagst du denn dazu, dass ich vielleicht immer wieder denke, ich bin ein Versager? Kommt ein Glaubenssatz hoch, Jones, du bist ein Versager. Okay, dann ist der mal auf dem Tisch. Und dann kannst du jetzt selber anfangen, irgendwas Positives da entgegenzusetzen, wie das so in der Welt gemacht wird. Ja, du musst einfach nur das Negative, was du über dich denkst, mit was Positivem umsetzen. Das funktioniert nicht, Leute. Es geht nur, das anzunehmen, was Gott über dich sagt, weil nur er kann dir Identität geben. Und dann kannst du ihn fragen, ey Gott, was sagst du dazu? Oder Gott, was sagt mir dein Wort dazu? Weil ganz viel hat er schon in seinem Wort dazu geschrieben, okay? Und dann können wir das nehmen und ergreifen und können sagen, okay, und jetzt möchte ich das über
über diesen Glaubenssatz, über die Sache, die da tief in mir drin ist, möchte ich da drüber setzen, okay? Und möchte sagen, das ist die Wahrheit. Gott, so siehst du mich. Egal, warum das vielleicht in mein Leben reingekommen ist, wo das auch immer hergekommen ist, Gott, du siehst mich so und darauf darf ich mich jetzt stellen. Und als Viertes habe ich gesagt, ey, oftmals bringt es einfach auch, die Dinge ans Licht zu bringen, okay? Was heißt Dinge ans Licht zu bringen? Dinge ans Licht zu bringen bedeutet, ey, wenn dir auffällt, da ist sowas da. Da ist ein Glaubenssatz hochgekommen, da ist ein Muster, wo du immer wieder reinfällst. Dann kannst du damit einfach auch mal zu einem guten Freund gehen in deiner Small Group und sagen, ey Leute, schaut mal an, die und die Sache, das ist jetzt hochgekommen bei mir. Und ich merke, ich tue mir schwer oder es fällt mir schwer, das anzunehmen und das zu glauben. Ey, ich möchte es hier einfach mal ans Licht bringen. Ich möchte es teilen mit euch. Ich möchte das einfach, ja, dass es im Sichtbaren ist. Und dann können wir darauf vertrauen, ey, da, wo wir es ans Licht bringen, wo wir es aussprechen, wo wir es vielleicht auch mal zulassen, vor anderen das auszusprechen, da verliert es an Macht, Leute. Da verliert es komplett an Macht, okay? Und darauf vertrauen wir und darauf stellen wir uns. Und dazu möchte ich uns echt einladen, dass wir da drin anfangen, Schritte zu gehen, egal wo du gerade stehst, egal bei was du dich angesprochen gefühlt hast. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so viele Reize da sind, wo so eine Reizüberflutung ist an Dingen, an Sachen, wo wir dieses Innere, was hochkommt, einfach so wegschieben können und wegstopfen können. Und ich möchte uns dazu einladen, jetzt auch ganz praktisch, dass wir da vielleicht heute einen ersten Schritt reingehen, so unseren ersten Trainingsschritt auch reinsetzen. Weil du kannst jetzt schon denken, ja, hört sich cool an, ist nice, mache ich mal nächste Woche. Und danach haben dich deine Muster wieder. Und danach hat dich das Wegschieben und Verantwortung wegschieben wieder, okay? Sondern lasst uns echt da Krieger sein, die sagen, okay, vielleicht fühle ich mich voll gut, habe voll den Frieden in mir. Ist eigentlich alles easy so, aber Gott, ich will mich dir trotzdem hinhalten. Und ich will dir trotzdem die Möglichkeit geben, wenn da was da ist, wenn da was sein sollte, Gott, dann bring du das ans Licht. Dann tu du das jetzt rausholen, dann zeig du mir das jetzt auf, Schritt für Schritt. Und genau, ich habe jetzt extra bewusst mehr Zeit eingeplant für die Reaktionszeit nach der Message, weil ich gesagt habe, ey, ich möchte da gern so richtig Step by Step oder einfach so als erstes Training mal gemeinsam auch reingehen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das bei dir jetzt schon was angestoßen. Ich glaube, vieles von dem, wovon ich gesprochen habe, ist auch zum Beispiel im Get Free. Das ist ein Kurs, ein Programm, wo wir genau auf solche Dinge nochmal tiefer eingehen, wo wir uns mehr Zeit nehmen, wo wir ganz speziell auch Lebensbereiche angucken, wo da noch solche Dinge vielleicht drin sind. Und der startet im September und da möchte ich dich jetzt schon mal zu ermutigen. Vielleicht ist das heute eine Entscheidung, die du triffst, dass du sagst, okay, ich möchte da mehr reingehen, ich bin mal bei dem Kurs dabei. Ich werde da drin angeleitet, okay? Und kann da drin praktisch Schritte gehen. Und zum anderen ist es wichtig, heute jetzt nach der Message oder zum Abschluss von der Message, dass du vielleicht die Entscheidung jetzt ganz bewusst triffst, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Inneres, ab heute. Ich habe es vielleicht weggeschoben, ich hatte vielleicht noch nie einen Zugang dazu gehabt, ich habe das vielleicht immer belächelt, okay, war ich auch am Start. Aber ich möchte jetzt darin meine Verantwortung wahrnehmen und es nicht weiter wegschieben. Und das ist eine Entscheidung, die kannst du jetzt einfach mal in deinem Herzen einfach auch treffen und es Gott sagen, Gott, ich möchte mich dafür entscheiden, dafür Verantwortung zu übernehmen und die Dinge rauskommen zu lassen, die da vielleicht schlummern, die da vielleicht da sind, okay? Und das ist auch vielleicht kein leichter Weg. Das ist nicht der leichte Weg, wie David ihn vielleicht gegangen ist, sondern es war mehr, weiterhin fokussiert, zielgerichtet zu bleiben und dich bewusst für den Weg zu entscheiden, der anstrengender ist und der dich echt was auch kosten kann ein Stück weit, okay? Wenn so Dinge hochkommen, ich kann es euch sagen, Leute, da kommst du manchmal in einen Moment von Zerbruch. Da kommst du in einen Moment, wo vielleicht Fundamente, wo Dinge zusammenbrechen, auf denen du schon dein ganzes Leben gestanden bist, okay? Und das ist schmerzhaft und das kann man manchmal nicht so ganz greifen. Aber ich glaube, genau an dem Punkt müssen wir manchmal hinkommen, dass Gott uns aufnehmen kann, aufgreifen kann, sagen kann, ja,
Das ist der Punkt dort im Zerbruch. Dort, wo die Dinge mal ans Licht kommen. Dort, wo du dein ganzes Leben aus deiner Kraft heraus immer wieder gelaufen bist. Und es, sei doch mal ehrlich, es hat dir keine wirkliche, es hat dir nur immer eine kurze Erfüllung gegeben. Ein kurzes Ablenken, ein kurzes Glück, ein kurzer Frieden. Und danach hast du es wieder gebraucht. Danach hast du dich wieder in Instagram gefunden. Danach hast du dich wieder einfach nur bei Menschen gefunden und hast aus denen Dinge rausgezogen und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir an den Punkt des Zerbruchs einfach kommen, immer wieder, bin ich überzeugt davon, wo Gott uns einfach nehmen kann und sagen kann, ja, mein geliebter Sohn, und jetzt kann ich dich wieder aufnehmen und jetzt kann ich dir Wahrheit zusprechen und jetzt kann ich dir deine wirkliche Identität zusprechen und nicht das, auf dem du vielleicht schon immer gestanden bist, gell? Und ja, ey, jetzt werden wir einfach praktisch, gell? Und wir haben die vier Schritte gehört mit diesem, ey, lernen Gefühle wahrzunehmen. Und damit möchte ich jetzt einfach starten, dass wir jetzt einfach auch einen Instrumentalteil haben, wo wir einfach mal in Ruhe uns hinsetzen können und überlegen können, okay, gab es in meiner letzten Woche oder vielleicht schon heute an dem Tag, gab es eine Situation, wo irgendwas hochgekommen ist, wo ich gemerkt habe, oh, da ist jetzt irgendeine Unsicherheit, oh, da will ich jetzt irgendwas kompensieren, keine Ahnung, da kommt gerade was hoch. Und darfst du mal gerne überlegen, gab es da so eine Situation heute an dem Tag, gab es in der letzten Woche eine Situation? Und wenn dir nichts Konkretes kommt, dann frag Gott, Gott, zeig mir doch vielleicht so eine Situation. Wenn da was ist, dann zeig es mir und dann lass es ans Licht kommen, weil ich will das nicht länger zurückhalten, sondern will da meine Verantwortung wahrnehmen, okay? Und dann hast du die Situation und dann kannst du mal Gott fragen, was war da konkret für ein Gefühl vielleicht da gewesen? Was ist da wirklich in mir hochgekommen, damit ich es besser greifen kann? Vielleicht als zweiten Schritt, gell? Und vielleicht reicht es heute schon voll für dich, dass du allein mal in eine Situation dich reinversetzen konntest und da drin wahrnehmen konntest, was ist da eigentlich hochgekommen. Dann ist es schon voll gut. Ey, das ist schon ein richtig starker Schritt, okay? Aber vielleicht gehst du da auch noch weiter und sagst, okay Gott, auf was will dieses Gefühl, auf was will mich jetzt diese Sache hinweisen? Was ist da vielleicht für eine Sache? Und vielleicht kommt dir was hoch, ganz praktisch, vielleicht kommt dir was hoch. Und dann kannst du da Gott fragen und Gott mit einladen. Und die Zeit wollen wir uns jetzt einfach nehmen, wo wir ein bisschen Instrumentalbegleitung haben, einfach mal da Schritte reinzugehen und vorher noch die Entscheidung zu treffen, ja, ich will Verantwortung übernehmen für mein Inneres. Ja, ich will mein Herz bewahren. Ja, ich will wissen, was ist in meinem Herzen drin und will das nicht auf dem Schirm haben und wegschieben, sondern ja, ich sage dazu ja und will da reingehen. Und damit würde ich jetzt auch enden und sagen, wir nehmen uns da jetzt die Zeit, 5 Minuten oder so, wo wir einfach da mal reingehen können. Und wir haben auch das Gebetsteam an den Seiten jetzt schon parallel zu der Zeit, dass wenn Dinge hochkommen und du sagst, ey, ich will da was ans Licht bringen, ey, dann mach das doch heute ganz praktisch mit einem Gebetsteam zusammen. Sag einfach, ey Leute, das und das ist da und das möchte ich jetzt brechen und lass uns das gemeinsam machen. Ich bringe das ans Licht. Und das kannst du auch jetzt noch die komplette Zeit, auch nach der Celebration, die ganze Zeit kannst du das noch tun. Und lad dich jetzt ein. Ja, lass uns da jetzt praktisch reingehen. Und die Band kommt dann parallel auch auf die Bühne, genau. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du uns Zugang zu unserem Inneren schenken möchtest, dass du Dinge, Glaubenssätze, Muster, alles Mögliche, wo wir Verantwortung wegschieben und so, dass du uns das aufzeigen möchtest, dass du uns deine Wahrheit dort schenken möchtest und dass wir da in wirkliche Freiheit reinkommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du echt an jedem einzelnen Herzen, an jedem einzelnen Inneren einfach interessiert bist und dass du uns liebst. Und dass du es liebst, wenn wir uns dir hingeben, wenn wir ehrlich vor dich kommen, wenn wir ehrlich sagen, Gott, hier sind wir, Gott, hier ist eine Situation, Gott, hier ist dies und jenes. Zeig's mir bitte auf, was ist da? Ich will die Wahrheit von dir annehmen. Und ich danke dir, dass du gut bist und uns das zeigen wirst und uns dort hineinführen wirst. Und ich danke dir, dass heute einige Prozesse starten, dass heute einige Entscheidungen getroffen wurden, Vater, die du ernst nimmst und wo du uns nicht allein drin stehen lässt, sondern wo du mit uns gehst und wo du uns wirklich zu reifen, mündigen Nachfolgern machen möchtest, die nicht auf Mustern und Glaubenssätzen stehen, sondern die auf deinem Wort, auf deinen Verheißungen, auf deinem Zuspruch, auf dem, wie du uns siehst, stehen, Herr. Und dafür bete ich jetzt und segne die Zeit, dass hier echt jetzt
auch ein Raum ist, eine Atmosphäre, wo keine Ablenkung da sein darf, wo nicht irgendwie schon die nächste Wochenplanung reindroppen darf, sondern wo wir einfach nur auf dich ausgerichtet sind und wahrnehmen dürfen, was war in Situationen los, was ist da hochgekommen. Danke, Vater. Amen. Hey, so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten. Schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe. Und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations. Wir würden es so feiern, dich persönlich kennenzulernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code. Der führt dich automatisch zu PayPal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden. Und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, das ist so genial. Wir würden das gerne mit dir feiern. Wir würden auch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus. Und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.